Hallo zusammen, der Black Friday steht vor der Tür und somit gibt es auch dieses Jahr bei Anker wieder fette Rabatte. Bis zu 1500 Euro könnt ihr euch sparen und aus diesem Grund stelle ich euch heute mal in einer Kurzvorstellung die Anker Solix F1200 vor. Das ist vermutlich die letzte Power Station, die wir jemals überhaupt vorstellen werden. Und ich hatte vor 2, 3 Monaten schon mal den großen Bruder vorgestellt, die Anker Solix F2000. Für viele Leute vielleicht etwas zu groß, deswegen jetzt hier, wie gesagt, die Anker Solix F1200. Diese hat einen Li-Fe-Po4-Akku verbaut, der soll 3000 Ladezyklen aushalten, das entspricht ca. 10 Jahre. Und die Speicherkapazität beträgt 1229 Wattstunden und der integrierte Wechselrichter, der kann 1500 Watt ausgeben. Damit könnt ihr, ich sag mal, 90% eurer Geräte betreiben, also jetzt nicht nur Smartphone laden und Tablet betreiben, auch Notebooks oder Kaffeemühlen oder so, wie wir es halt machen. Gerne auch den Föhn. Also da sind keine Grenzen gesetzt, auch Kaffeemaschinen und so weiter laufen wirklich problemlos damit. Wie gesagt, wir hatten es meistens halt für kleine Geräte. Kommen wir mal zu dem Gewicht und zu den Maßen von der Powerstation. Die Powerstation wiegt 19,9 Kilo, hat eine Länge von 463 mm. Eine Höhe von 288 mm und eine Tiefe von 237 mm. Anker gibt übrigens 5 Jahre Herstellergarantie auf das Gerät und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt halt erstmal ein, zwei Eigenschaften bzw. die Anschlüsse und so weiter. Ganz praktisch natürlich erstmal die Tragegriffe und fangen wir dann halt einfach mal vorne an. Ganz oben haben wir einmal das Ambient Light, das leuchtet in 3 Helligkeitsstufen oder wenn ich es länger gedrückt halte, den Knopf halt im SOS-Modus. Unter der Lichtleiste sehen wir das Display, das LCD-Display, alles sehr gut lesbar. Hier sieht man jetzt natürlich 91%, das heißt, das ist die restliche Akkukapazität. Wenn ich jetzt Geräte anschließe, das zeige ich jetzt mal. Ich lade jetzt mal mein Smartphone und zwar über den USB-A-Anschluss, der übrigens 12 Watt ausgeben kann. Wir haben auch 2 USB-C-Anschlüsse mit 100 Watt Ausgangsleistung. Das Display mache ich jetzt mal eben an und man sieht, das Smartphone wird jetzt mit 9 Watt geladen und dementsprechend würde die Powerstation jetzt, wenn es jetzt so bleiben würde, noch grob 82,7 Stunden laden können, beziehungsweise die restliche Kapazität hält noch so lange. Klar, je mehr ich jetzt dran anschließe, desto mehr Watt wird benötigt und so schneller ist die Batterie bzw. der Akku natürlich leer. Ja, links hier haben wir einmal den Kfz-Anschluss, also eine 12-Volt-Ladebuchse. Ja, darüber laden wir eigentlich fast ausschließlich unsere Drohnen, weil die Akkus davon, beziehungsweise das Ladegerät hat einen 12-Volt-Stecker und wie gesagt, darüber laden wir dann halt die Drohne. Ja, wie gesagt, dann haben wir natürlich zweimal USB-C, viermal USB-A. Damit laden wir halt klar vor allen Dingen unsere Smartphones, aber halt auch unser Tablet und so weiter und so fort. Und dann haben wir zuletzt noch die zwei Schuko-Steckdosen, wie gesagt, 1500 Watt Ausgangsleistung. Darüber, wie gesagt, laden wir halt oder betreiben wir meistens halt unsere Kaffeemühle. Die braucht man nur irgendwie so um die 300 Watt und unseren Föhn. Wir haben jetzt meistens immer nur den Reiseföhn mit. Der ist etwas kleiner, kompakter. Na, so viel Platz haben wir nicht mehr mit Lea zu dritt. Und der benötigt so um die 1000 Watt. Wie gesagt, aber auch Kaffeemaschinen, diese typischen Kapselmaschinen oder wie soll man mal heißen, die brauchen also auch unter 1500 Watt. Das heißt, die könnt ihr mit der Powerstation auch betreiben. Ja, hinten zeige ich ja noch einmal. Da ist es auch schön aufgeräumt. Da haben wir halt einmal den XT60-Eingang. Darüber wird dann die Powerstation über den Kfz-Stecker geladen oder über Solar. In der Mitte haben wir dann die Sicherung und rechts ist dann die Buchse für den Netzstecker. Apropos Laden, sollte die Powerstation mal komplett leer sein, also der Akku bei 0% stehen, dann habt ihr den Akku innerhalb von einer Stunde schon wieder zu 80% geladen und bis 100%, da habe ich mal ungefähr nachgemessen, sind es circa ja, 90 Minuten. Und weil wir halt immer noch vom Laden sprechen, kommen wir mal zum Zubehör. Da haben wir halt einmal den 230 Volt Netzstecker, der ist dabei. So laden wir natürlich zu Hause immer, geht halt am schnellsten und bequemsten. Dann, so machen wir es eigentlich fast ausschließlich unterwegs über den Zigarettenanzünder, also über die 12 Volt. Wie gesagt, einmal 12 Volt kommt bei uns in den Wagen rein, in den Kastenwagen. Während wir fahren, machen wir das eigentlich immer nur. Und dann halt einmal XT60-Stecker, der kommt halt hinten rein. Möchte man über Solar laden, kann man natürlich das Solarpanel direkt hier an den XT60-Eingang einstecken. Oder man hat vielleicht sogar zwei oder drei Solarpaneele. Dann ist halt hier noch so ein Adapterkabel dabei. Das heißt, von dreimal XT60 auf einmal XT60. Das heißt, man kann also bis zu 3 Solarpaneele anschließen. Hierbei sei aber gesagt, es werden halt bis zu 30 Volt unterstützt. Das heißt, ihr müsst halt schauen, was für Solarpaneele ihr anschließt, dass sie halt nicht zu viel Leistung haben und dann die Powerstation nicht laden können. Ja, als allerletztes natürlich noch einmal die Anleitung, die dabei ist. Ganz klar, sehr gut verständlich in mehreren Sprachen. Und das habe ich jetzt irgendwo hingeschmissen. Es ist noch eine Tasche dabei. Haben wir bisher nicht genutzt. Das sieht man halt auch hier. Ist aber vielleicht ganz praktisch, falls ihr die Powerstation jetzt im großen Urlaub mal dabei habt und
Habt die vielleicht nicht immer im Gebrauch und habt sie vielleicht hinten in der Heckgarage im Wagen liegen, stehen, wie auch immer, damit die nicht ganz so schnell verkratzt, ist natürlich ganz praktisch. Ne? Das sollte es jetzt auch schon wieder von mir gewesen sein. Wie gesagt, sollte halt nur eine Kurzvorstellung sein. Es sind aktuell die Black Weeks, beziehungsweise es kommt der Black Friday. Große Rabatte bis zu 1500 Euro könnt ihr bei Anker sparen. Schaut mal unten in der Videobeschreibung rein, da gibt es ein, zwei Links zu sehen. Da könnt ihr mal anklicken, vorbeischauen. Ich würde sagen, das war es dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.